Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik und des Qualitätsjournalismus. Heute ist Montag, der 10. August, Nachmittag, und ich habe vor kurzem zwei Antworten auf meine Presseanfragen von gestern erhalten. Ich habe also Sonntag, den 9. August, fünf Presseanfragen an die Landeshauptstadt Dresden gestellt, jeweils auf einen Aspekt von Corona bezogen. Und heute kamen bereits zwei Antworten. Die erste verlese ich euch jetzt. Sehr geehrter Herr Schäfer, unser Gesundheitsamt hat die Antworten blau markiert. Ihr seht das viele Blau hier. Erste Frage: Was genau hält die entsprechenden Stellen der Landeshauptstadt Dresden davon ab, unabhängig von einer Meldepflicht, die 6? Labore in Dresden nachträglich um die jeweiligen Testzahlen zu bitten? Während das RKI offensichtlich diese Meldung erhält, scheint das Dresdner Gesundheitsamt nicht über diese Zahlen zu verfügen. Welche gesetzliche Grundlage gibt es, die es der Stadt untersagt, diese Zahlen einzuholen? Antwort der Stadtverwaltung bzw. des Gesundheitsamtes: Die Erhebung dieser Zahlen ist nicht Aufgabe des Gesundheitsamtes. Es testen mehr als 6 Labore, die Meldungen an das RKI erfolgen zentral. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Zweite Frage: Bei wie vielen der bis heute 641 positiv Getesteten wurde mehr als ein Test gemacht? Antwort: Nachtestungen sind nur beim medizinischen Personal zur Rückkehr in den Beruf oder bei Entlassung aus dem Krankenhaus erforderlich. Die Entlasskriterien aus der häuslichen Absonderung finden Sie beim RKI. Es sind auch nicht alle Nachproben registriert, da die meisten über Betriebsärzte gelaufen sind. Das heißt, da werden unter anderem in Firmen oder in Krankenhäusern Tests durch Betriebsärzte gemacht. Das heißt, die Probenentnahme erfolgt bei denen, dann werden die Proben ans Labor geschickt und nur im Falle eines Positivergebnisses werden die Sachen auch ans Gesundheitsamt Dresden gemeldet. Das RKI ganz oben in der Meldekette, vermeintlich ganz oben in der Meldekette, weiß das also, die Stadt Dresden weiß es nicht. Das heißt, die Stadt Dresden, das Gesundheitsamt kann nicht einschätzen, wie viel Prozent aller Tests in Dresden tatsächlich positiv sind, und dadurch fehlen der Stadt Dresden Angaben, um zu berechnen, theoretisch oder statistisch, wie viele falsch positive Ergebnisse darunter sein sollten. Je nachdem, wie viele Menschen in einer Bevölkerungsgruppe, die getestet wird, positiv sind, ist auch davon abhängig ist die Höhe der Falschpositiven. Wenn der Test zu 99% zuverlässig ist, das heißt, dann ist einer von 100 falsch positiv. Das ist jetzt eine verkürzte Darstellung, es gibt ja auch falsch negative Testergebnisse. Aber dieser PCR-Test ist soweit wirklich sehr verlässlich. Aber je mehr ich teste, desto mehr falsch positive Ergebnisse kommen raus. Das ist statistische Logik, ich bin kein Mathematiker, ein Statistiker schon gar nicht. Ich kann es nicht gut erklären. Samuel Eckert hat es in seinen YouTube-Videos gemacht. Den findet ihr auf YouTube, Samuel Eckert, wie die Ecke, mit RT am Ende. So, bei wie vielen, das hatten wir schon, also es sind auch nicht alle Nachproben registriert. Drittens, bei wie vielen positiv Getesteten waren die Testergebnisse zunächst negativ und anschließend positiv? Antwort: Da nur positive Tests meldepflichtig sind, können wir hier keine Aussagen machen. Also, Sie wissen es einfach nicht und Sie wollen es offensichtlich auch nicht wissen. Ich habe das schon öfter nachgefragt in verschiedenen Formulierungen. Ich kriege immer wieder die gleiche blöde Antwort, leicht variiert. Viertens, bei wie vielen der 641 positiv Getesteten wurde bisher ein Antikörpertest gemacht? Wie viele davon fielen negativ aus? Das heißt, der zunächst positive PCR-Test hat sich im Nachhinein als falsch positiv herausgestellt. Antwort: Die Zahlen von Antikörpertests liegen dem Gesundheitsamt nicht vor. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Fünftens, wie viele falsch positive PCR-Tests in Dresden sind der Landeshauptstadt bisher bekannt? Antwort: Keine. Hervorragend, wir Dresdner haben's raus. Bei uns gibt's keine falsch positiven PCR-Tests. Naja, das Gesundheitsamt weiß nichts darüber. Warum sollte es auch? Es ist ja nur die untere Behörde.
weisungspflichtig gegenüber dem Freistaat, keine eigenen Ambitionen. Solche Menschen brauchen wir überall in der Bürokratie. Dann gehen wir wieder ganz steil bergauf. Ironie aus. Sechstens, welche Anstrengungen hat die Landeshauptstadt unternommen, um falsch positive Testergebnisse zu erkennen? Wie schlug sich das in der Dresdner Corona-Statistik nieder? Antwort, siehe oben. Siebtens, warum hält die Landeshauptstadt Dresden weiter daran fest, die kumulierten Fälle in den Vordergrund zu rücken, statt die Zahl der aktuell positiv getesteten und nach wie vor als infiziert geltenden Fälle zu kommunizieren? Antwort? Nee, noch von mir. Da auch der Freistaat nach dem gleichen Muster verfährt, bitte ich um Mitteilung, ob es seitens des Freistaates oder des Bundes eine Anweisung, / Regelung gibt, so zu verfahren. Antwort? In den Meldungen werden bundesweit in allen Kommunen die kumulierten Fälle aufgenommen. Wenn Sie auf dresden.de nachschauen, finden Sie auch die taggenauen Meldungen. Mit freundlichen Grüßen. Zack. Taggenaue Meldung. Das hier ist die Grafik, die sich öffnet, wenn man Fallzahlen Corona-Ampel anklickt. Und, ups. Ihr seht hier die aufsummierten Zahlen. Seit 7. März steigt die Kurve der Fälle, also der positiv getesteten, bis heute aktuell 641. Darunter die Kurve der vermeintlich bzw. rechnerisch wieder bereits Genesenen, die Zahl der insgesamt eingewiesenen Menschen, die also medizinisch oder notfallmedizinisch behandelt werden mussten, und die 10 Sterbefälle, die es in Dresden seit 7.3. gab. Der letzte Sterbefall war meines Wissens nach am 25. oder jetzt gucken wir mal hier, 9, 10. Am 25. Mai ist der letzte Mensch in Dresden gestorben, bei dem zuvor Covid-19 diagnostiziert bzw. das Coronavirus nachgewiesen worden war. 25. Mai. Juni, Juli, August, seit 2,5 Monaten, fast 3 Monaten, kein neuer Sterbefall in Dresden, und alle diese 4 Kurven können per Definition nur steigen, wenn auch sehr flach, aber sie können niemals fallen. Und wenn ich jetzt zur Tagesansicht gehe, ich habe hier Sachen rausgeklickt, die irrelevant für meine Betrachtung sind, ups, was geht denn jetzt ab? Jetzt. Ihr seht hier also die Tagesansicht, und die meisten Fälle wurden am 25. März, 2 Tage nach dem Lockdown, aufgenommen bzw. gemeldet. Danach fällt dieses Säulendiagramm nach unten. Viele Tage keine Meldungen, und aktuell die letzten Meldungen vom 7.8. 2 Stück. Ja, waren die letzten. Seitdem keine neuen Fälle, und Gesamtansicht. Irgendwas hängt sich hier auf. Dann leck mich doch. Dann gehe ich zu meinen Fallzahlen. Ich habe diese Tabelle aktualisiert, und zwar um eine weitere Spalte vorne dran, die Kalenderwoche. Das habe ich gemacht, weil die Stadt Dresden ja nun die Testzahl nicht erhebt. Das RKI aber sehr wohl, und die letzte Meldung kommt aus KW31. Dort wurden zuletzt 573.802 Tests gemeldet, davon waren 5.551 positiv, was einer Quote von 0,97% entspricht. Insgesamt über alle Testergebnisse ist die Quote bei 2,84%. Das heißt, es werden nur sehr, sehr wenige Menschen positiv getestet, und das schlägt sich unter anderem in dieser Grafik nieder. Man muss natürlich bedenken, diese Zahlen sind sehr viel kleiner und die Tests sehr viel höher. Das heißt, die Skala hier muss man mit berücksichtigen, aber ihr seht tatsächlich, KW 13, 14 war der Höhepunkt, und seitdem küsst diese Linie den Boden. Es sind natürlich immer noch 5.000 zum Schluss, die positiv getestet wurden, aber bei zuletzt 573.000 Tests, fast 574.000 Tests, ist das natürlich ein Pups.
So, also, mit diesen Zahlen positive Tests in Prozent rechne ich, um eine Näherung für Dresden zu finden. Das heißt, ich habe für die KW14 9,03% berücksichtigt und dann in den anderen Kalenderwochen entsprechend. Und ich habe hier noch einen Fehler drin, habe ich vorhin gesehen. Ich habe hier, ich muss nur die Zellen 4 und 5 mit aufnehmen. 4 und 5. Also, diese Tabelle, diese Spalte sagt aus, wir sind KW11, das hier ist noch KW10, die ist nicht vollständig. Bei 4 Tests, die positiv waren, wurden nach meinen Berechnungen, das sind also keine tatsächlichen Zahlen, sondern von mir berechnet mit der Formel, mach die Summe von diesen beiden, mache mal 100 und teile das Ganze dann durch die Prozentzahl, und zwar Zelle D5. Zelle D5 ist diese hier. Dadurch habe ich geteilt und so rechne ich mir hier aus, wie viele Tests vermutlich rein rechnerisch in Dresden gemacht wurden. Das habe ich für jede Kalenderwoche gemacht und ihr seht hier den Höhepunkt in KW 13. Hier wurden 2000 Tests gemacht, um in der Summe diese Positivergebnisse zu bekommen. Es ist ein rein rechnerischer Wert. Dazu muss man aber wissen, dass Dresden in der Zeit eine Testkapazität aufgebaut hat, das habe ich auch durch eine Presseanfrage erfahren, die sich auf 2100 Tests pro Tag erhöht hatte. 2100 Tests konnten jeden Tag in Dresden verarbeitet werden. Hier wurde im Höhepunkt wurden 2083 Tests in einer ganzen Woche gemacht. Das heißt, die Testkapazitäten wurden nie ausgeschöpft in Dresden und ziemlich sicher auch anderswo, weil am Anfang nur Menschen mit Symptomen, mit Krankheitssymptomen getestet wurden und vielleicht noch irgendwelche Promis und andere noch wichtigere Personen. Das war also der Höhepunkt. Ich blättere runter. KW 22, hier waren ein paar Mal Null dabei, einmal und zweimal. Das hängt damit zusammen, wenn ich natürlich kein positives Testergebnis habe, dann steht in der Formel hier Summe 0 mal 100 ist immer noch 0, durch irgendwas ist immer noch 0. Also ist rein rechnerisch der Wert wichtig zu wissen. So, und am Ende, der aktuellste Wert, der mir vorliegt, ist der von KW 31. Und da habe ich mit meiner Formel errechnet, dass 310 Tests gemacht wurden in dieser Woche und dass dabei, und das ist die tatsächliche Zahl, drei positive rauskamen. Das liegt an der Zahl von 0,97%, was nahe bei 1 liegt und dementsprechend 1% aller Tests verliefen in der KW 31 mit einem positiven Testergebnis. Die KW 32 ist gerade erst rum. Und da liegen mir noch keine Testzahlen vor. Ich bin von einem Wert leicht über 0,97% ausgegangen, 0,99%. Dementsprechend 5 positive Testergebnisse auf 505 Tests. Hier ist die Summe gebildet von diesen von mir nur errechneten Zahlen. Also 641 positive Tests und dafür hat man insgesamt 12.565 Tests benötigt. Das bringt uns zu aktuell 8 positiv Getesteten in Dresden. Das heißt nicht, dass diese Menschen erkrankt sind, das heißt Krankheitssymptome aufweisen. Es das heißt nur, der PCR-Test, der nach einem Schnipsel vom Coronavirus sucht, der kann nicht das ganze Coronavirus suchen oder finden, er kann nur Teile davon finden. Das heißt, der Test beweist auch nicht, dass jemand erkrankt ist. Und dass, wenn er Krankheitssymptome hat, dass er an Corona infiziert ist, sondern dieser Test weist nur Bruchstücke, klitzekleine Bruchstücke des Coronavirus nach. 8 Stück am 10. August, muss ich noch aktualisieren, das kann man auch verformeln, aber das weiß ich nicht, ist mir zu mühevoll. Und es das bedeutet, dass heute 99,998% aller Menschen in Dresden nicht positiv getestet sind und trotzdem einen Mundschutz in ÖPNV und Einzelhandel tragen müssen. Letztes Blatt, was ich erwähnen will, ist das Divi-Intensivregister. Es wird vom Robert-Koch-Institut geführt. Copyright, alle Inhalte, RKI, DIVI 2020. Und dort sind tabellarisch
alle Bundesländer dargestellt. In der Summe sind im Moment 235 Menschen aktuell in Behandlung wegen Covid-19. Davon werden 135 invasiv beatmet und das entspricht einem Anteil von 57,54%. Aktuell belegte Intensivbetten gut 20.000, knapp oder gut 9.000 sind noch frei, insgesamt knapp 30.000 Intensivbetten und von diesen insgesamt 30.000 Intensivbetten sind aktuell 235 belegt. Zu Pandemiezeiten 29.000, 2.900, 1% aller Intensivbetten, weniger als 1% aller Intensivbetten ist im Moment mit einem Covid-19-Patienten belegt. Für Sachsen sind es 6 in Behandlung, 4 davon werden invasiv beatmet, das entspricht 66,67%, also 2 Dritteln. Und hier sehen wir, dass auch ungefähr 2 Drittel aller Intensivbetten in Sachsen belegt sind und 1 Drittel ist noch frei. So viel zu dieser wütenden Pandemie. Ich kann nur sagen, mich hinterlässt sie nicht wütend, sondern zornig. Und zwar im Sinne eines gerechten Zornes. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Pfirzeich.